das sind die unnötigsten Hypercharges in Brawl-Stars. Und ja, wir haben hier echt einige, über die wir reden müssen. Also ich meine, auf der einen Seite gibt es echt overpowerte Hypercharges, die das ganze Game ändern können. Wobei es auf der anderen Seite auch einige gibt, die gefühlt keinen Unterschied machen und man sie auch einfach lassen hätte können. Also ich meine, du hustlest, du grindest, versuchst dir deine Hypercharge zu erspielen und am Ende des Tages bringt sie dir gefühlt gar nichts. Und damit fangen wir auch schon direkt an mit der ersten Hypercharge. Und das ist diese hier von Charlie. Ich würde sagen, wir zählen mal auf süß auf, was sie drauf hat. Also angefangen mit dem Besten und das ist die Steigerung ihrer Geschwindigkeit, des Schadens und vor allem bekommt sie nochmal einen 5%igen Schild. Und das bekommt jeder, der eine Hypercharge zündet. Aber damit, Freunde, sind wir noch nicht fertig, denn sie hat noch eine weitere extrem krasse Fähigkeit. Und zwar kann sie zusätzlich neben ihrer Aktivierung der Ulti 3 weitere Spinnen spawnen. Und ich gebe ehrlich zu, jedes Mal, wenn ich gegen eine Charlie kämpfe und das passiert, wird mein Arsch nass. Okay, Spaß beiseite. Das einzig Gute an dieser Ulti ist, dass sie sehr, sehr schnell auflädt. Und man fairerweise gar nicht mal so viel Hits braucht, um diese wieder zu bekommen. Das heißt, du hast wirklich diesen Vorteil, dass du deine Stats jedes Mal boosten kannst, wenn du die Gegner ein paar Mal triffst. Aber der Rest ist einfach nur mehr als unnötig. Und macht oftmals eigentlich gar keinen Unterschied. Vor allem, wenn du dann gegen Brawler spielst, die mehrere Ziele gleichzeitig treffen können, ist es einfach nur absolut nutzlos. Aber dann, Freunde, würde ich sagen, schleichen wir direkt zur nächsten Hypercharge. Und das ist diese hier von Brooke. Wie ich glaube, die meisten mitbekommen haben, gab es hier eine ewig lange Geschichte mit vielen verschiedenen Buffs, weil man mit der Hypercharge gefühlt nichts anrichten konnte. Und damit meine ich einfach, dass man manchmal Momente hatte, wo man mit der normalen Ulti mehr Schaden gemacht hat, als mit der Hypercharge. Und das war anfangs tatsächlich ziemlich traurig. Vor allem, weil du, ich und wahrscheinlich alle anderen extrem hyped waren. Denn das sah extrem krass aus in dem Brawl Talk, als er angekündigt wurde. Und ich meine, es wurde was geändert. Tatsächlich aber gar nicht so viel. Am Ende des Tages schießt du natürlich mehr Raketen, die angeblich mehr Schaden machen sollen, was manchmal oder auch manchmal nicht klappt. Denn die Hälfte davon geht einfach ins Nirgendwo. Zusätzlich gibt es aber ein anderes, riesigeres Problem, das man mit der Hypercharge als Geschenk bekommt. Und das ist die Dauer der Ulti. Das heißt, einmal aktiviert, seid ihr die ganze Zeit in einem Schussstadium, welches ihr nicht abbrechen könnt. Und das bis eure ganzen Raketen verschossen wurden. Was einfach dafür sorgt, dass ihr so gut wie tot seid. Naja, damit würde ich sagen, kommen wir aber auch schon zum nächsten, naja, Brett. Und das ist Angelos Hypercharge. Ja, mag dich vielleicht ein bisschen überraschen, aber es gibt tatsächlich einen simplen Grund, weshalb diese Hypercharge einfach nur in die Mülltonne gehört. Und das ist wirklich ganz simpel, nur die Dauer, bis man sie erhält. Man kann wirklich schießen und schießen, treffen sogar ohne Ende, aber es dauert gefühlt ein halbes Schaltjahr, bis man sie bekommt. Und wenn wir ehrlich sind, ist bis dahin die Runde komplett zu Ende. Aber wenn du es wirklich mal auf die Reihe bekommst, mit der Hypercharge abzugehen, dann Gnade euren Gegnern. Denn das ist tatsächlich dann alles andere als unnötig. Aber was dann halt im Vergleich dazu wirklich unnötig ist, ist Jeans Hypercharge. Und damit will ich nicht sagen, dass das gesamte Konzept der Hypercharge schlecht ist, sondern dass es einfach zu gut ist. Die meisten, die diese Hypercharge besitzen, können nicht mit ihr umgehen. Also ich meine, wir bekommen jetzt den Vorteil, dass wir mit der Hypercharge einfach 3 Gegner zur Rechenschaft ziehen können. Das Traurige daran ist nur, dass wir einfach meistens dadurch keinen einzigen bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das schon mindestens 1000 Mal passiert ist. Du hast versucht, mit der Hypercharge mehr zu bekommen, hast aber keinen bekommen. Was du im Vergleich dazu ohne der Hypercharge schon mindestens einen hergezogen hättest. Und damit meine ich tatsächlich keine Pro-Spieler, die damit wirklich jeden bekommen, sondern einfach nur die Casual-Leute, so wie wir, die gefühlt nicht damit umgehen können. Und damit ist diese Hypercharge für uns absolut unnötig. Und das genauso wie der Hypercharge von Pearl. Also ich bitte dich, in den meisten Modis bringt diese Hypercharge absolut gar nichts. Also ich meine, du spawnst einen Kreis, durch den sich Gegner, keine Ahnung, einscheißen sollen. Denn ich glaube, niemand ist so wahnsinnig und rennt dort freiwillig rein. Mal abgesehen davon kickst du die Gegner vor allem exakt in dem Moment, wo du deine Ulti setzt, einfach weg. Und das weg vom Schadenskreis. Und welcher Wahnsinnige kommt wieder zurück? Mal abgesehen davon gibt es auch manchmal Bugs, die dafür sorgen, dass man nicht mal Schaden bekommt, wenn man in ihm drin steht. Und ich meine, okay, wenn du vielleicht noch irgendwie Tresorraub spielst oder Brawl Ball irgendwie noch, wenn man sich was Verrücktes ausdenkt. Aber sonst ist es einfach nur eine Hypercharge für den Mülleimer. Und damit, Freunde, kommen wir jetzt auch schon zur letzten Hypercharge für dieses Video. Und das ist diese hier von Miko. Zumindest haben mir das viele gesagt. Aber eigentlich ist sie gar nicht so schlecht. Denn der Sinn der Hypercharge ist einfach, die Ulti extrem spät zu aktivieren, was sie einfach wieder perfekt macht. Und vor allem nicht verschwenderisch. Aber ich glaube, das sollten die meisten selber wissen. Lasst ein Like da.